Jo, fröhlichen Sonntag. Nachdem das Wetter, wie ihr gerade gesehen habt, mir eine strichliche Rechnung gemacht hat, es wird also heute keinen Spaziergang geben, habe ich mir überlegt, wir kochen mal wieder was zusammen. Ich quatsche euch ein bisschen die Ohren voll. Ihr wollt auch sicher wissen, was mit dem Gewicht passiert ist und mit meinen anderen Projekten, die ich so vorhatte. Werde ich euch auch ein bisschen erzählen. Wir machen heute eine Hähnchenpfanne. Mit Pilzen und mit Paprika. Das Hähnchen kann natürlich auch gegen was anderes ersetzt werden. Also ihr müsst da kein Hähnchen reinmachen. Ihr könnt auch Hackfleisch benutzen oder Wurst oder was immer ihr wollt. Ja? Also was wir jetzt alles brauchen, zeige ich euch. So, also wir haben hier Hähnchenfleisch, Pilze, Paprika, Kartoffeln, eine Zwiebel. Fett zum Anbraten. Und das ist natürlich nicht was drin ist. Das ist ein spezielles Hähnchengemisch, haben wir fertig gemacht. Besteht aus Paprika, Curry, Kurkuma, Salz, bisschen Pfeffer, ja, schmeckt sehr gut. Ja. Und als erstes werden wir jetzt mal anfangen und werden die Zwiebel auseinandernehmen. Ja. Die werden wir jetzt erstmal klein schneiden und anbraten. Oh, ich hoffe, das Gelaber aus dem Wohnzimmer ist nicht allzu laut zu hören. So. Den Trick mit dem Brettchen kennt ihr ja, feucht die Lappen runter, damit es nicht wegrutscht. Ja. Mein Frauchen telefoniert mit ihrem Bruder. Das passiert immer sonntags, das muss immer passieren. Wenn ich beschäftigt bin, damit das auch ja jeder mitbekommt. Sportbogen. Ich musste schweren Herzens den Bogen bei Herrn Henry Botnick abbestellen. Das Leben spielt dann immer wieder fiese Streiche, besonders mir. Kaum hast du die Kohle zusammen und geht natürlich irgendwas im Haushalt kaputt. Ja, in unserem Fall leider der Kühlschrank. Ja. Der hat volle Granate erwischt, das heißt, der muss ausgetauscht werden. Ich nehme euch mal mit. So, das reicht. Das heißt aber für mich, dass ich den Bogen nicht mehr finanzieren kann. Ja. So, ziehen wir schon mal da rein, die brauchen jetzt nicht mehr. Da haben wir noch genug zu schnippeln. Ist natürlich wirklich extrem ärgerlich. Zumal ich mich sehr darauf gefreut habe. Das heißt also, den Traum habe ich jetzt erstmal beerdigt. Was will man anderes machen? Egal. Ich werde mit dem alten weiterschieben. Die neuen Pfeile habt ihr jetzt zum Beispiel alle gesehen. Geht Mittwoch dann endlich los. Dann werden wir Mittwoch die neuen Pfeile schießen. Je nach Wetter hoffe ich dann, euch ein neues Video präsentieren zu können. Jo, Gewicht. Momentan pendelt es so ein bisschen und ärgert mich zwischen 168 irgendwas und 169,2. Wobei ich eigentlich ganz froh bin, dass es nicht weiter rauf geht. Weil momentan, ich sitze schon jetzt längere Zeit zu Hause rum. Ich hatte da ein bisschen Probleme mit einer großen Narbe am Bauch, die dieses Auf und Ab, diese Auf- und Abnahme von meinem Körpergewicht ein bisschen krumm genommen hat. Und wer sich auskennt, weiß, dass Narbengewebe sich nicht ausdehnen will. Das heißt, ich habe hier einen zusätzlichen Herd, der mir übelste Schmerzen verursacht. Es geht so weit, dass ich teilweise kaum noch laufen kann. Ja,
Lauferei am Stock. Nee, richtig wehtut. Naja. Aber ich habe euch versprochen, ich werde nicht aufgeben. Und dann werden wir weitermachen. Was anderes. Ja, Ärztin. Ich fand es einen guten Erfolg, jedenfalls nicht zugenommen zu haben. Ich fand es jetzt nicht so prickelnd. Ja, aber das wäre ja auch mal was Neues, dass Ärzte mit den Patienten zufrieden sind, was die erreicht haben. Und statt einen Mund zu machen, zu sagen, auch mit tolle Leistung, kriegst du noch einen auf den Kopf. Und ihr habt ja gemerkt, ich war letzte Zeit relativ selten. Ja, zu sehen, zu gangen, wie auch immer man das nennen will. Weil ich einfach die Überlegung mit dem den Bogen abstellen zu müssen, war ja schon länger. Leider. Und das hat mich halt ein bisschen depressiv gemacht. Das dürfte wohl auch verständlich sein. Jetzt zeige ich euch mal einen Trick bei der Paprika. Weil ich es hasse, wenn diese Körner da drin liegen. Ja? Also. Rund einschneiden. Deckel ab. Ja? So wegschneiden. Weil ich dieses weiße Zeug nämlich auch nicht im Essen mag. Das ist absolut wach. So. Die legen wir vorsichtig auf Seite, die schnippeln wir gleich. Was hat es damit auf sich? Zack. So, hinter mir verbrennen gerade die Zwiebeln. Jo, was gibt's sonst noch zu berichten? Eigentlich nichts. Ich freue mich über den Zuspruch, den ich von euch bekommen habe in den letzten Tagen. Da waren auch viele private Nachrichten dabei, dass ich nicht aufgeben soll, und besonders beeindruckt hat mich, dass sie meine Art authentisch findet und die Videos deswegen klasse sind. Und ich habe mich am Anfang gar nicht vor die Kamera getraut, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, bei dem Körpergewicht ist es auch kein Wunder, ich bin es halt gewöhnt gewesen, dass man nur beschimpft wird. Und jetzt bekomme ich mal Zuspruch. Ja, Leute finden toll, was ich mache. Also das ist für mich was ganz Neues. Diese kleinen Körner, wie ich das hasse. So. Naja, Sportverein hat natürlich, ist jetzt bald Wintersaison. Das heißt, mit unserer kleinen Dradi-Ecke, das hat nicht mehr so hingehauen. Und ich denke, bei der Wetterlage, jetzt wird das auch nichts mehr. Ich werde dann im Winter das Projekt weiterführen. Ich habe da so ein paar Ideen im Kopf. Ich muss mich gerade mal umdrehen, Moment. Ich nehme euch mal mit. Die dritte Zwiebel sind am Anbraten. Und jetzt macht man Trick. Ich
Ich mache jetzt von den Gewürz rein. Ja. Und packe auch gleich, Entschuldigung für diese Kameramixen, und packe jetzt auch gleich ein paar Gramm, also nicht allzu viel, von dem Hühnerfleisch mit rein. Ich weiß nicht, ob ich das hier hinbekomme mit der Kamera. Oh, scheiße, gehen. So. So, das reicht. Den Rest gleich in die Brustung. Die Kamera wollte mitgebraten werden. Guckt euch das an. Jetzt den Herd ein bisschen runterdrehen, köcheln lassen. Trick am Rande. Das sind ungefähr 500 Milliliter. Die lassen wir jetzt erstmal schön mit heiß werden. Und lassen das vor sich hin köcheln. Wir kümmern uns jetzt um den letzten Paprika. Ich versuche die Kamera wieder hinzubekommen. Da fällt mir doch die Kamera mit in die Bratpfanne. Ja, wie gesagt, also das 3D-Projekt werden wir werde ich dann im Winter weiterführen, da werde ich eine kleine Ziege selber bauen. Ich habe da auch schon die eine oder andere Idee. Ich hatte ja versucht, von dem einen oder anderen Händler eine Spende zu bekommen, also auch kaputte. Hätten wir auch genommen. Ja. Entschuldigung. Kaputte Scheiben hätten wir natürlich auch angenommen. Oder Ziele, 3D-Ziele, die hätten repariert hätten werden müssen oder dergleichen. Aber da war keiner zu überreden, für den Verein eine Spende zu machen. Also von daher bin ich da abgeschmettert worden. Ich wäre sogar so verrückt, würde sie kaufen. Aber es ist irgendwo nicht ein für einen reichen Verein, die aus privateigener Tasche zu bezahlen. Jedenfalls jetzt nicht. Also wenn ich mal Geld über habe und so 29 Euro Zielscheiben irgendwo für eine 3D, dann kann man mal drüber reden. Aber die meisten von diesen 3D-Dingern, das ist ja so teuer. Also da hilft nur selber machen oder im Lotto gewinnen. Und von daher hat sich das jetzt erstmal so wie geplant erledigt. So, jetzt haben wir es dann auch bald. Viel gibt es da nicht mehr zu zeigen. Wir schnitzeln das jetzt also alles klein. Und dann die Köschels. Jetzt geben wir das Ganze. Also so sieht das jetzt aus. Das kommt jetzt schön mit in die Bratpfanne. So. Wir schüssen gleich in den Abwasch. Ratet mal, wer den machen darf. So, und das Ganze lassen wir jetzt einkochen. Ja. Das ist schön, also noch, es muss noch ein bisschen knackig sein, aber es sollte nicht weich gekocht sein. So, dann macht ihr Folgendes. Ich mache die Kartoffeln gerne in der Mikrowelle.
Das heißt, die wird geschält. Das will ich euch jetzt aber nicht zeigen, weil es langweilig ist. Also die werden geschält und dann in der Mikrowelle gekocht, sobald das Essen soweit ist. Ja, die werden dann dazu gepackt. Bei der Soße ist noch Folgendes zu beachten. Sobald es fertig ist, eine halbe Dose oder Tetrapack mit Kondensmilch noch reinmachen. Nochmal kurz aufkochen lassen. Es gibt eine schöne sahnige Soße. Ja, Kartoffelchen dazu, schön auf den Teller anrichten und sie schmecken lassen. Ja. So, ich würde sagen, wir sind heute wieder die Kochstunde rum. Vollgelabert habe ich euch auch genug. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ja. Und wir sehen uns.